Wir unternehmen eine Tour durch Sachsen-Anhalt. Dabei besuchen wir das Städtchen Zerbst, schauen uns in Roßlau um und besuchen Coswig. Unser Rundgang durch Zerbst beginnt an der Schlossfreiheit. Die beiden schönen Kavalierhäuser wurden um 1707 aus alter Substanz im Stile des Barocks umgebaut. Sie dienten als Wohnhäuser der höchsten Hofbeamten. Einige Meter weiter stehen wir auf historischem Boden. Hier befand sich einst die Residenz des Fürstenhauses von Anhalt-Zerbst. Die bedeutendste Persönlichkeit aus diesem Hause war Sophie Auguste Friederike, Prinzessin von Anhalt-Zerbst. Im Jahre 1744 trat sie von Zerbst aus die Reise nach Russland an und ging später als Zarin Katharina die Große in die Weltgeschichte ein. Von dem ehemals dreiflügeligen Schloss steht heute nur noch der Ostflügel. Die ehemalige fürstliche Reitbahn und die barocke Stadthalle befinden sich ganz in der Nähe. Wir verlassen jetzt das Schlossgelände und gehen vorbei an der St. Bartholomä-Kirche mit dem einzeln daneben stehenden Glockenturm in das Zentrum vom Zerbst. Von den vielen Bürgerhäusern, die Zerbst einst prägte, sind nur noch einzelne stehen geblieben. Ebenfalls erhalten ist die um 1430 erbaute Stadtbefestigungsanlage mit ihren Wehrgängen und Wieghäusern. Ein sehenswertes Kleinod ist das Portal dieses Hauses. Es stammt aus dem Jahre 1667 und ist Zeugnis großer Schnitzkunst. Auf dem Marktplatz sind leider nur noch wenige historische Gebäude zu finden. Ein Wahrzeichen ist die goldene Butterjungfer. Sie ist das Symbol über die Marktrechte in Zerbst. Als Zeichen städtischer Freiheit und Gerichtsbarkeit steht hier seit 1385 ein Roland. Die St. Nikolai-Kirche ist heute nur noch eine Ruine. Roßlau wurde 1215 erstmals urkundlich erwähnt. Das Schloss auf dem Burggelände wurde 1740 erbaut. Die ältesten Teile der Burg stammen aus dem 12. Jahrhundert. An gleicher Stelle stand bereits eine slawische Siedlungsburg. Die Rundburg war Sitz des Geschlechtes der von Schlichting. 1348 kam die Burg in Besitz der Fürsten von Anhalt. Musik
1215 wurde Kosmisch erstmals als Stadt erwähnt. Direkt an der Elbe steht das ehemalige anhaltinische Jagdschloss. Das Renaissance-Schloss wurde mehrmals umgebaut und ist in einem erbärmlichen Zustand. In Kosmisch geht unsere Tour zu Ende.